Wir sind beim Federer Books, Federer Augenoptik, beim Walter Meier im Büro. Und eigentlich aus dem Prospekt raus wird schon alles klar, was wir hier möchten zeigen. Ich habe das gar nicht gewusst, aber wir haben es fast verlachen, gell? Wo dann eigentlich der Urwald von den Pensionisten forciert und auch von der Stimmbürger bestätigt, abgeholzert worden ist, hast du, Walter Meier, die Idee gehabt, du könntest aus diesen Purpur-Erlen, du könntest aus dem irgendetwas machen. Und dann, was hast du gemacht? Bist ja. Du unter die Holzer gegangen? Ja, also geholzert habe ich nicht selber, Hans-Jörg, sondern muss dann gefällt war das Holz, habe ich mich entschieden, dass ich ein paar Baumstämme kaufe und die Baumstämme dann irgendwie weiterverarbeite. Als ich heimgekommen bin und zu meiner Frau gesagt habe, ich habe dann ein paar Baumstämme gekauft an der Buchser Bahnhofstrasse, hat sie gesagt, geht's ja noch? Wir haben ja gerne Schmini, was willst du mit denen? Da habe ich gesagt, ja, lass mich mal machen. Nur noch mal zum Zeigen, da hinten haben wir die Jasmin, gell? Aber da lächelt sie schon wieder, gell? Eine Schmini hat sie aber bis jetzt noch keins, gell? Nein, eine Schmini hat sie bis jetzt noch keins. Und sie braucht auch keins. Aha, weil gut. Sie braucht auch keins. He? Gerade haben wir sie gehabt. Wir machen ja eine Reportage, muss lebendig sein. Sie braucht keine Schmini, da ist ganz etwas anderes auch. Ja, ich habe eigentlich trotzdem schon gedacht, wenn es möglich ist und sich das Holz eignet, dann möchte ich aus dem Holz Brille machen. Aha. Also. Da kann man aus Holzbrillen machen? Ja, das gibt es schon eine Weile. Holzbrillen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Produzenten, die fertigen die Brillen aus fixem Holz. Das ist nicht sehr geeignet. Wir haben es furnieren lassen. Zuerst trocknen, dann furnieren lassen. Und dann haben wir aus dem Furnier Brillen gefertigt. Aha. Man muss unterscheiden zwischen der Brille, die wirklich ein Holzgestell hat, aus der Purpurerle, und sollte einfach Holzoptik haben. Es gibt auch die beschissene Holzoptik. Ja, das gibt es auch. Es gibt heute Imitationen aus Kunststoff, aber wenn man sie von außen anlangt, hat man das Gefühl, es sei eine Holzbrille. Ist sie leichter? Die ist leichter. Holz, ja. Das ist eigentlich etwas vom Leichtesten, was es gibt. Also vergleichbar mit Titan oder sogar noch leichter? Ja, also ich würde jetzt mal sagen, wenn Titan in dem Ausmaß in dieser Materialstärke wäre, dann wäre wahrscheinlich Titan schwerer wie das Holz hier. Bei Sportlern ist auch wichtig, was sie tragen. Metallbrille geht ja gar nicht, vielleicht Titan, Edelstahl auch nicht. Können sie so Holzbrille tragen? Ja gut, also es kommt jetzt ein bisschen darauf an, was für ein Sport was man ausübt. Ja. Für Sport auszuüben, gibt es wahrscheinlich auch andere Produkte. Gut, jetzt. Das war eine einfache Geschichte. Also, wir können noch mal das Bild hier, Bahnhofstrasse, eben einfach noch mal. Wir verrutzen einfach darum fast verlachen. Oder die eine hat gesagt, ein Urwald. Hat man den Urwald geholzert. Und du hast auch mit deiner Idee dann wieder zur Klarsicht verholfen. Oder? Im Grunde genommen, das Gestell, da hat es noch ein Gläser drin, wo wir wieder eben mit Klarsichtung durchschauen. Aber weißt du, wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Jetzt gerade die Purpur-Erle. Ich meine, ist schon klar, Holzbrille liegt vielleicht im Trend. Aber dass man gerade auf die Purpur-Erle kommt, ist ja schon ein bisschen. Ja gut, die Purpur-Erle, das ist natürlich. Die Purpur-Erle habe ich nicht gewusst. Die war halt da. Ich konnte nicht wählen. Mir ist ein bisschen darum gegangen, dass man aus dem Produkt, das ja, wie du im Eingang gesehen hast, sehr umstritten war, Volksabstimmung erzwungen. Die einen haben gesagt, die müssen weg, die anderen haben gesagt, die müssen stehen bleiben, zu teuer, zu viel Schatten und was der Gucker nicht was. Ich hatte das Produkt, ich konnte nicht wählen können und dann habe ich gefunden, ich versuche es mit dem Brille zu machen. Und das Vorgehen war eigentlich folgendermaßen. Ich habe Klarsichtmäppchen genommen, habe ein paar Holzfurnier rein tun. Und das habe ich mal 10 gemacht. Und dann bin ich auf München an die Messe. Das ist eine sehr grosse Messe. Und dann haben wir uns Produzenten gesucht. Und normal ist es so, wenn man an eine Messe kommt, dann bietet man zu Tisch und packt Brille aus und hat das Gefühl, die kaufen jetzt Brille. Und dann habe ich aber meine Taschen aufgetragen und gesagt, ich will nicht Brille kaufen, sondern ich will Brille herstellen. Und dann habe ich denen die Furnier gezeigt, bei den Lieferanten, die ich gefragt habe. Aber hast du auch ein bisschen komisch geschaut, oder? Ja, es war eine ganz interessante Geschichte. Und wir sind dann einfach an einem Stand, ist dann der Patron, wirklich der, was sie uns heute auch gemacht haben, ist am Stand gewesen. Er hat das Holz gestreichelt und hat da umeinander geschmeckt. Und nach einer Weile hat er gesagt, also rein vom Material her könnte man sicher Brille machen, aber er muss dann schauen, ob sie so färben lässt. Also habe ich ihm ein paar Muster mitgegeben. Und eine Weile später ist es okay gekommen. Und dann haben wir es angefangen voranzutreiben.
Man kennt den Kopf von der Silmo, ist das letzte, nein, das Jahr ist der Rolf von Tirol ausgezeichnet worden. Wäre neu gewesen, oder, zu dem zu gehen, ins Tirol. Aber du bist nicht ins Tirol gegangen? Ja, wir haben das auch evaluiert. Also wir haben das Tirol selbstverständlich auch evaluiert. Aber wir sind dann am Schluss sind wir in Italien gelandet, in Udine. Und das ist ein ganz interessanter Mann. Das ist der Diego. Nein, das ist falsch. Das ist der Toriano Matteloni. Das ist der da. Mit dem Cousin daheim. Ja. Und den kennen ja vielleicht der ein oder andere auch. Das ist ja eigentlich der Peter Ickenberger. Genau. Ihm gehören wiederum die Maschinen. Er hat das Holz gefällt. Er hat das Holz begleitet vom Umtun bis zum Furnieren. Und er hat mich auch begleitet auf Italien. Also er hat da mit dem Patro von dieser Firma hat das Holz aus dem Auto ausgeladen. Also wie ist es auf der Hof Udine? Also ich weiss, dass der Mann von der Gerti Utter, ja, der ist auch kommt auch von Udine, aber dem bist du nicht drauf gekommen. Ich habe natürlich den Produzenten schon kennt, also. Aber wir haben den in München kennengelernt. Und er hat uns dann geschaut, dass er am geeignetsten ist, um das Produkt herzustellen. Und so wie es heute da ist, muss ich sagen, wir sind hochzufrieden. Wir sind hochzufrieden, weil es ist eine Brille, die sogar ein Federscharnier hat. Dann hat sie zwei Lagen, die ist siebenfach verleimt, sie hat zwei Lagen Aluminium drin. Aluminium nimmt dem Holz die Spröde, also die kann eigentlich gerne brechen. Sie ist auch anpassbar, wir können die wärmen und können die Brille anpassen. Wird jede individuell. Aber in wie viele Stück ist die jetzt gefertigt? Ist die so ausgeschnitten, ein Stück da? Also ist der Vorderteil? Vorderteil ist, ja. ist ein Stück. Das wird umgebogen, um eine Form, und dann wird das verleimt. Ja. Und dann ist eben noch der Bügel dazu. Also bist du auf Udine runtergegangen und bist mit dem dann immer zufrieden mit der Qualität? Ja, der, so wie das jetzt ausschaut, ist das ein absolut perfektes Produkt. Dann musst du es aber abschwören. Du als ehemaliger Chef beim Heidegger, BMW, man weiß nicht mehr, wie Fiat gerichtet. Also, die Italiener können auch etwas, gell? Ja, klar. Das weiß ich lange, dass die Italiener etwas können. Ja, ist wirklich umwerfend. Und dann, wer hat denn das Design gemacht? Das Design, das hat dann meine Frau gemacht. Das heißt, das hat meine Frau Jasmin gemacht, plus eine Mitarbeiterin Patricia. Sie haben dann festgelegt, welche 5 Modelle. Beziehungsweise 7 Modelle, wir produzieren lassen, in 5 Farben. Und weil ja eigentlich das Holz, die Originalfarbe vom Holz, in unseren Gesichtern nicht gut rauskommt, haben wir nur die hinterste Folie, die ist aus Holz, also das hinterste Furnier ist aus Holz. Die Zwischenlager haben jetzt eine andere Farbe. Und, aber ist alles genau gleich aus dem Buchserholz. Und vorne haben wir dann 7 verschiedene Farben. Wie viele Leute laufen jetzt mit einer so einer Klarsichtbrille im ehemals verurteilten Buchs rum? Also ist die Frage anders. Wie ist es angekommen? Ja, es ist sehr gut angekommen. Wir haben ja eine limitierte Auflage. Wir machen 200 Stück. Sie sind alle nummeriert. Jeder Kunde kann eine Nummer wählen, sofern die noch verfügbar ist. Ich persönlich, das ist eine Holzbrille, die ich trage. Also ich laufe schon mit Ohren, und zwar mit einer Korrektur. Und wenn man das vielleicht sieht, das ist 55 von 200. Und das hat ja einen Grund, warum ich es 55 gewählt habe. Aha. Und das Ziel ist, dass wir bis Ende Jahr 200 Brillen verkaufen können. Wir sind schon weit. Und dann tun wir noch Sozialinstitutionen unterstützen. Das ist einmal das Lukashaus in Grabs und das HPZ in Jan. Und pro Brille, pro verkaufte Brille, tun wir 250 Franken ohne von diesen Institutionen spenden. Und wenn wir alle 200 Brillen verkaufen können, gibt es Ende Jahr einen Check von 50.000 Franken. Ich finde es hervorragend. Ich habe lange Zeit oder aus Liechtenstein berichtet, für Liechtenstein berichtet, für ADDRS. Es hat dann hier in der Gegend noch jemand gesagt, ja gut, eben Liechtenstein, man hat so das Gefühl gehabt, die werden automatisch reich. Das dunkelt jetzt mich, auch mit der Karin Frick zu tun gehabt. Oder in Zürich macht die ja Zukunftsforschung, kommt auch aus einer Unternehmerfamilie in Liechtenstein, schon ihr gesagt, das ist eine typische Innovation bei Liechtenstein. Also weißt du, ich weiss, du wirst wahrscheinlich nicht viel sagen, aber es hat in Liechtenstein einfach einige so innovative Unternehmer, wo dann eigentlich auch klar wird, dass es nicht einfach
Umsonst ist, dass Liechtenstein wirklich der Fortschritt gemacht hat. Also, ich bin ja eigentlich ein Schweizer Unternehmer, oder? Ja, schon. Wir sind hier im Buchs. Und unser Geschäft ist ein Buchser Unternehmen, ist ein Schweizer Unternehmen. Dass ich jetzt halt einen Liechtenstein nicht passe, ist eine andere Sache. Aber okay, du musst ja sagen, umsonst kommt das nicht. Liechtenstein, der Kleine, hat schon hervorragendes Unternehmertum und Unternehmergeist. Ja, ob es ist. Du bist ein Schweizer, natürlich. Du denkst, wir sind Schweizer, aber du wohnst jetzt in Mauern, oder? Du, ja, du machst Entwicklungshilfe, genau. Das Buchs wie andere Liechtensteiner auch, oder? Aber hat wirklich unglaublich viele Innovationen in die Liechtensteiner Ära gebracht. Also, wenn du das so siehst, dann kann ich das vielleicht zumindest schon mal so stehen lassen. Ich finde es hervorragend, die Brille. Da muss ich das ganz ehrlich sagen. Und ihr könnt nicht einfach nur irgendwie daher, also fünf Modelle hast du gesagt, in was, wie viel? Sieben Modelle in fünf Färbungen. In fünf Farben. Ich habe jetzt sogar gerne in alle sieben Modelle hergekriegt. Das ist auch nur eine Reportage. Um das wirklich genau anzuschauen, muss man herkommen. Sie sind wirklich hervorragend, sind auch leicht, oder, zum Trägen. Also rein vom Gewicht her macht es etwas aus. Und sie hat wirklich ein außergewöhnliches Design. Und man kriegt sie so schön über, gell? Also da. Ja, man kann sie auch als Sonnenbrille haben. Also wenn jemand jetzt keine Korrektur hat, ja, dann kann er einfach ein Sonnenbrillengläschen drin machen lassen. Aha. Und das ist natürlich ganz ein heißes Ding. Wow! Hey, jetzt passt es auf Udine. Genau, jetzt passt es auf Udine. Genau. Das ist ein örtlicher Al Capone. Ja, wie sieht es denn preislich aus? Also ist das ungefähr dasselbe vom Gestell her? Ja, das ist so. Die Fassung, die hat eigentlich ganz einen vernünftigen Preis. Die kostet 676 Franken. Und das ist für eine Holzbrille. Für eine Holzbrille ist es wirklich ein sehr, sehr vernünftiger Preis. Eben, ich meine, da wissen wir, also ich meine, die Gewinnmargen sind überhaupt nicht mehr gross und Zeug und Sachen. Das ist fast überall so. Du hast das doch auch nicht gemacht, um jetzt einen Haufen zu verdienen. Der hätte jetzt einfach irgendwie gereist, so etwas Spezielles noch zu machen. Oder? Ja, das ist in der Tat, da ist halt nicht das Geld im Vordergrund. Sonst dürften wir ja nicht noch pro verkaufte Brille 250 Franken weggeben, weil da darf man gerne nur vom Verdienen reden. Sondern das ist jetzt wirklich die Geschichte. Eben, ich will sagen. Und ich kann vielleicht kurze Ausblicke oder Rückblicke an der Wiege haben wir ja ausgestellt gehabt. Wir sind nicht angeschrieben gewesen mit Federn nichts, sondern eben mit dem riesen Baum, mit diesen Bildern. Und wir haben den Leuten gesagt, wenn sie Geschichte hören. Und wir haben nur Geschichte erzählt von diesen Bäumen und dass aus diesen Bäumen jetzt eigentlich die Brille entstanden ist. Und das ist ganz eine einzigartige Angelegenheit und wir haben eine riesen Gaudi und eine riesen Freude. Und eben, also nochmal, es kommt dann eine ganz spezielle her. Also es kommt ein schön verpackter her, nicht einfach irgendwie. Ja, es kommt wunderschön verpackt daher. Hier haben wir so ein Schächtel, gell? Da im Mittel. Ja. Und dann kommt ein Schächtel, so wo dann auch wunderschön verpackt ist oben. Und selbstverständlich gibt es so ein Zertifikat zu jeder Brille. Es wird bestätigt, dass das aus dem Holz von der Purpurella aus Buchs ist. Das heisst, bei Federaugenoptik da gibt es noch so Holzbrillen? Ja, bei uns gibt es noch Holzbrillen. Und man kann ja gleichzeitig noch einen guten Zweck unterstützen. Eine Sozialinstitution, wie ich bereits gesehen habe, Lukashaus oder HPZ in Jan. Der Käufer entscheidet, wohin wir denn das Geld überweisen dürfen. Und ja, Aktion. Mit der limitierten Auflage von 200 Brillen, die läuft noch bis Ende Dezember 2017.